Lasst uns heute mal über das Thema Faschismus und Nationalsozialismus reden. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Live Live. Heute reden wir mal wieder über ein politisches Thema. Mich würde unter anderem auch mal interessieren, ob ich weiterhin politische Themen machen soll oder auch, dass ich über bestimmte Personen erzähle, wie zum Beispiel neulich auch Astrid Lindgren. Ob euch solche Videos gefallen, ich das weiterhin machen soll oder nicht, schreibt mir doch am besten mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Video. Was Faschismus ist, wissen die meisten von euch wahrscheinlich. Ich gebe euch jetzt mal noch mal kurz eine ganz triviale Definition. Ursprünglich war Faschismus die Bezeichnung für die nationalsozialistische Strömung in Italien unter Benito Mussolini. Sie wurde aber in den 1920er Jahren von anderen nationalistischen oder auch nationalsozialistischen Bewegungen in Europa übernommen, die vor allem vom Führerprinzip geprägt waren, wie auch der Faschismus in Deutschland. Und das Problem ist, dass diese faschistischen, nationalsozialistischen Bewegungen intensive Folgen auf die europäische Geschichte hatten. Wenn wir uns das mal angucken, was waren Anfang des 20. Jahrhunderts die prägenden Wirtschaftsmächte in Europa? Es waren England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Drei von diesen Ländern, nämlich Italien, Deutschland und Spanien, waren vom Faschismus geprägt. In den 1920er und 1930er Jahren. Und das Handeln von Deutschland und Italien war letztlich maßgeblich daran beteiligt, dass überhaupt der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Mal abgesehen davon, dass der Versailler Vertrag da auch Folgen hat, aber das Thema Versailler Vertrag ist schon fast wieder ein Thema für ein eigenes Video. So. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesen faschistischen, nationalsozialistischen Bestrebungen, war plötzlich Deutschland nicht mehr die Weltmacht. Sondern ist für lange Zeit quasi unbedeutend gewesen, weil es besetzt wurde von anderen Ländern. Und jetzt müssen wir uns klar machen, was ist der Grund dafür? Der Grund, dass Deutschland so eine politische Bedeutung in der Welt verloren hat, ist nicht, dass es zu viele Flüchtlinge gibt oder dass die anderen Länder auf der Welt alle böse sind, sondern weil Deutschland bis heute immer noch rassistische, nationalsozialistische und faschistische Prägungen hat. Die ganzen Leute, die diesen Parteien nachrennen, ich würde es bewusst keinen Namen nennen, die nationalistische, nationalsozialistische oder faschistische Äußerungen von sich geben, sind schuld daran, dass Deutschland immer noch den Bach runtergeht. Wir müssen aufhören, uns an irgendwelchen konservativen, faschistischen Gedankengut festzuhalten, sondern in die Zukunft schauen. Wir müssen anfangen, uns klar zu machen, dass der Faschismus schuld daran ist, dass es Deutschland so geht, wie es heute geht. Ich bin der Meinung, ohne den Faschismus und den Nationalsozialismus wäre Deutschland immer noch gleichauf mit Weltmächten wie England oder Frankreich. Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn Deutschland nicht durch den Zweiten Weltkrieg seine Kolonien in England verloren hätte? Wie wäre es, wenn ein Drittel aller Afrikaner Deutsch sprechen würde? Wenn es einfach normal wäre, Deutsch zu sprechen, wenn Deutsch sowas wie die dritte Weltsprache wäre? Der Unterschied, warum es Spanien zum Beispiel ein bisschen anders ergangen ist, obwohl die auch durch den Franquismus unter Franco auch eine faschistische Bewegung hatten, wie Deutschland unter Hitler oder Italien unter Mussolini, ist, dass Spanien bereits im 19. Jahrhundert
in vielen südamerikanischen Ländern die Amtssprache war. Deshalb ist Spanien immer noch eine bedeutendere Sprache. Dass Deutsch weltweit die am 7. meist gesprochene Sprache ist, liegt nur daran, dass Deutschland 80 Millionen Einwohner hat und es noch drei andere Länder in Europa gibt, wo auch mehrheitlich Deutsch als Muttersprache gesprochen wird. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare raten, welche drei Länder das sind. Und dann gibt es ja noch zuhauf Regionalsprachen in Europa, die vom Deutschen abgeleitet sind. Es hätte aber passieren können, dass, wenn die Geschichte etwas anders verlaufen wäre, wenn wir nicht so faschistisch gewesen wären in diesem Land in den 30er Jahren, dass Deutsch vielleicht die dritte Weltsprache geworden wäre. Dass Deutschland vielleicht sogar nur ein Sicherheitsrat gewesen wäre. Dass Deutschland wirklich politische Macht besäße und nicht immer nur eine Marionette von anderen Ländern wäre. Der Grund dafür, dass Deutschland die Marionette anderer Länder ist, ist, weil alle anderen Länder der Meinung sind, dieses faschistische, konservative, nationalsozialistische Land auf der europäischen Landkarte müssen wir runterdrücken, damit es nicht wieder sowas macht wie in den 30er Jahren, also einen Weltenbrand verursacht, der dem ganzen Rest der Welt schadet. Liebe Nazis, liebe Rassisten, liebe Wähler von gewissen Parteien, denkt einfach bei eurer nächsten Wahl mal darüber nach, dass es eure Stimme ist, die darüber entscheidet, wie die Zukunft von Deutschland aussieht. Wenn ihr euch entscheidet, eure dumme Partei zu wählen, seid ihr schuld daran, dass Deutschland immer mehr den Bach runtergeht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Was seht ihr? Wie seht ihr das? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr meine Meinung mit mir teilt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren spannenden Videos auf diesem Kanal verpassen wollt, dann lasst mir am besten ein Abo da und drückt da unten irgendwo auf die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!